Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und dem Spiel Ratropolis. Ja, zwei Runden davor, die waren eher milde. Ich glaube, einmal Runde 12, 13 oder sowas, einmal Runde 6, das war der Wirtschaftstypi. Und jetzt habe ich einen anderen, der hat als Heldenfähigkeit, dass ich eine zufällige Missionskarte kriege. Und je höher die Heldenfähigkeit ist, desto höher ist der Bonus. Und ich habe hier, ich kann hier gerade ins Inventar gucken. Nee, dort sieht man es nicht mehr. Hier. Für 120 Sekunden vier zusätzliche Karten war eine. Ich hatte eine andere, wodurch ich Gold bekommen habe. Und eben gerade habe ich eine abgeschlossen, wodurch ich 15 Erweiterungskarten bekommen habe. Dadurch werde ich mir jetzt gleich jeden Wald, jedes Gebäude und sonst wie upgraden. Und mitunter kann man die auch mehrmals benutzen. Nahkämpfer habe ich noch nicht so viele, aber ich habe schon eine Trainingskarte, wodurch ich meine Heldenkarte pushen kann. Und die habe ich gerade gepusht. Und mit der nächsten Erweiterungskarte will ich gleich mal die Taverne pushen, wodurch ich mir Duplikatenkarten holen kann. Das heißt, damit würde ich dann, sofern ich wirklich diese Belohnungen doppelt nutzen kann, oder die sind, ich vermute, die sind so lange gültig, wie sie im Friedhof kommen und nicht wieder neu gemischt werden und dann verschwinden sie. Weil ich sehe jetzt nicht mehr diese eine Karte, die ich gerade hatte mit dem Plus Gold. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, sieht man schon, was kommt? Nein, aber hier ist der verbesserte Wall und der Dings. Deswegen würde ich sagen, ich packe die Einheiten hier vorne hin. So, erlange Anführerlevel. Drei Stück geht noch. Aber 18 Erweiterungskarten ist heftig. Ah gut, weil es halt gerade so verdoppelt ist, ja. Für 120 Sekunden plus 60 Sekunden Wellenabstand. Das heißt, ich habe mehr Zeit und kann was machen und kann mich besser pushen. Sechs Gebäudekarten, ja, die können doch doof sein. Drei Karten verbessern, ja, das mache ich jetzt gleich sowieso. Erhalte Gold in Höhe des Zehnfachen der Steuern. Aber gut, Steuern sind 12. So, Erweiterungskarten. Ach, halt. Wo ist denn meine Dings? Meine Taverne. Bist du die Taverne? Bist du die Taverne? Das war sogar eine Bossrunde. So, Territorium erweitern. Nee, dann will ich lieber was Legendäres haben. Schaden aller Verteidigungsgebäude erhöht. Neu ziehen, Abklingzeit um minus 4 Sekunden. Aber erweitern müsste ich mich auf jeden Fall. Nutze 20 Karten plus 10 Steuern. Das ist natürlich auch heftig. Aber hätte ich noch einen zweiten Turm, wäre halt geil. Dann mache ich lieber das. So, mir wieder eins aus dem Friedhof holen. Wo ist denn meine Kasse? Das ist der Bandit, der so stark ist. Ich habe gerade genug Gold. Woran sehe ich denn jetzt, ob ich. Ach so, doch, da aktuell vier. Keine von denen ist schon fertig. Okay, das lohnt also nicht. Also würde ich entweder eine starke Einheit nehmen oder irgendwas, was Gold bringt. Aber dann nehme ich lieber die Einheit. Bis zum Gebäude. Einheiten sind schneller. Da, ausgewähltes Gebäude verursacht 600% mehr Schaden. Zack.
So, und ich muss mich vergrößern. Eine Farm habe ich noch nicht. Aber Goldprobleme gerade auch nicht. Dann lieber so. Ach so, das war ja nur Einkauf. Hm. 300 Gold kriege ich jetzt schon durch diese Karte. So, und hier haben wir was Neues. Plus 8 für jede abgeworfene Karte. Wenn ich es zweimal spiele, ist es aber keine Verbesserung. Jede besessene Militärkarte. Aktuell sagt er 0, weil er es nicht sieht, was ich schon habe. Reparaturzeiten verringert. Nee, einen Ball will ich auf jeden Fall. Und da gucke ich mal rein. So, Karte duplizieren. Was duplizieren wir uns mal? Wir haben halt gerade noch nichts Geiles. Wir könnten einen weiteren Wall duplizieren, dann können wir weiter Platz machen. Unsere Heldenkarte, die verbessert ist. Oder die, wodurch wir Gold kriegen. Mache ich erstmal die. So, was können wir noch upgraden? Warum habe ich gerade nur noch 3 Karten gezogen? Nehmen wir mal die, weil die Fähigkeit ist gleich ready. Entferne 16 Karten, nein. Plus 800 Leben für den Wall ist heftig. Eine Karte kostet 160 weniger. 3 Berater, ich habe leider keine. Minus 2 Sekunden, aber dafür Steuern runter. Kosten aller Wirtschaftskarten plus 10, aber Geld habe ich genug. Neuziehen ist zwar auch nett, aber ich habe ja auch noch eine Quest mit einem neuen Berater. So ein Haus brauche ich eigentlich nicht. Möchte ich eine Karte entfernen? Kann ich das noch sehen? Ich glaube ja, wir hatten irgendwas Doofes. Was war denn das Doofe? Für jede Karte auf deiner Hand. Ja, so einen Töpfer brauchen wir zum Beispiel nicht mehr. Und die Käsekarten würde ich mir jetzt langfristig auch eher raushauen wollen. Entferne 5 Karten. Ausgewähltes Gebäude verursacht 100% mehr Schaden. Okay, damit würde ich jetzt aber einen erfüllen. Dann lieber das. Weil zufällig ist doof. So, Kontaktbereich, du verlierst all dein Gold. Wellen werden langsamer, dann minus 10 Ratitzen. Oh. So, da ist die Fabrik, die ich vorhin gesucht habe. Und Leute, ihr müsst rüber. Nein, das wollte ich doch nicht. Scheiße. Da war der Wall. Jetzt kommen sie aber von links gleich. Dann mache ich das. So, was haben wir denn hier? Warte 60 Sekunden Feuer, Bienenhörner aus, die den Gegner für 5 Sekunden stoppen. Markt verfügbar. So, noch ein Wall, Ratitzen. Lohnt alles eigentlich nicht.
Aber ein Wall geht immer eigentlich. Ein Wall ist Platz. Und das ist eine Arbeit und ich krieg eine Ratitzer dazu. Was ist eine Dauer? Achso, das war ein einzelner Kauf nur. Kopieren. Was kopieren wir uns? Wäre die Banditenkarte nur noch stärker, wäre geil. Gold haben wir. Ist hier irgendwas, was fast fertig ist? Plus 12 Ratitzen. Noch einmal eine Siedlung vergrößern. Und dann sind zwei Karten fertig, das heißt, ich kriege 24 Ratitzen. 24 Ratitzen sind aber auch Steuern, die höher gehen. Und mehr Leute zum Arbeiten. Halte drei Fähigkeiten meiner Wahl. Ein Wall verbessern, nochmal ein Gebäude verstärken. Das ist fast fertig. Der 7 Fähigkeitskarten deiner Wahl. Dann verbessere ich doch mal das Buch. So, jetzt. Anführerlevel. Ich kann es auch gleich benutzen. So. Die ziehe ich jetzt. Gezogene Karten werden vorübergehend verbessert. Auf jeden Fall. Ach Mist, nur einmal? Achso, nee. Es vergeht halt immer nur eine Sekunde dabei. Das heißt, ich kann die mir aber auch 7-mal reinpacken. Das wäre natürlich böse. Zwei Hortenkarten. Schade, dass man jetzt nicht sieht, was... Doch. Ziehst du diese Karten, wenn du das nächste Mal neue Karten ziehst? Ja, das würde ich mal machen, weil wir werden immer wieder Missionskarten auf der Hand haben, weswegen es sich lohnt. 30 Schaden für jede abgeworfene Karte zu. Auch nett. So, stehen habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht drin. Für jeden getöteten Gegner. Das kann ich auf jeden Fall mal reinnehmen. Honig, arbeiten nach 30 Sekunden, 2 Horten. Das kostet auch nur einen. Das ist Stufe 8. Halte 9 Gebäudekarte, wenn ich 20 Ratitzen kriege. Ich kriege 12 gleich als Belohnung. 3 Berater. Achso, 900%. Der Turm wäre dann unbesiegbar wahrscheinlich. So, aber eine Militärkarte, lange Anführerlevel. Das kriege ich ja recht schnell hin durch meine Karte. Dann kann ich eine Militärkarte verstärken, die ich mir dann ja wieder kopiere. So, Kohle habe ich eigentlich gerade recht gut. Hundert ausgegeben, ja. So. Wie sieht's denn hier aus? Da ist kaum noch was am Leben. Da ist das andere Buch mit den Fähigkeitskarten. So, aber was nehme ich diesmal? Noch einen Segen. Noch eine Stehenkarte. Ich wollte gerade sagen. Noch eine Honigkarte. Dadurch würde ich ziehen, aber neu ziehen würde um 10 Sekunden hochgehen. Das ist eigentlich doof für eine Karte.
Würde ich irgendwann gar nicht mehr machen können. Hier, warte mal. Aber nur einmal, weil irgendwann macht es gar nichts mehr. So, einmal abwerfen, damit kann ich Damage machen. Vor allem, wenn ich so viele Karten habe, mit plus ziehen. Schaden zu 40 Heilung. So, was haben wir hier? Verteidigungsgebäude. Ja. Defensive Wahl bekommt. Ja. Und hier holen wir uns mal gleich die Karte raus. So, erhalte eine Exilant-Karte. Angriffssenkung des Exilanten minus 50%. Dann hole ich mir noch lieber eine legendäre, die ich mir aussuche. Noch eine Fabrik zum Beispiel. Dann kann ich umso schneller Karten holen. Eine zusätzliche Karte lohnt nicht. 60 Sekunden, die werden die hätten mit meiner Heldenfähigkeit deutlich cooler. Plus 10 Ratitzen und plus 2 Steuern. Das sind Gebäudekarten. Also eins mal auf jeden Fall. Noch einen Ball. Alle 180 Sekunden 1 und 2 Missionskarten. Kurzlebige Karten. So, gezogene Karten sind verbessert. So, und was kopiere ich mir jetzt mal wieder? Mir das Training nicht einmal kopiert? Ich hätte es gedacht. Dreimal. Belohnung 18 Ratitzen. Eigentlich ja schade hier für diese Ecke. Ne, mach ich lieber auf den Wall. Plus 18, so krass. Erhalte eine Ei-Karte. Erhalte ein Ei Level 2, wenn das Ei 120 Sekunden am Leben bleibt. Okay. Und Fischerei. Plus 8 Gold für jede abgeworfene Karte. Keins davon lohnt sich. So viele Ratitzen. Nee, was haben wir hier? Das ist eine Bossrunde. Ich vermute, das ist der. Da kommt jetzt schon eine Kiste, wo die Dings noch gar nicht fertig sind. Verbesserte Ratten. Das ist die Bergbaukarte. Ich glaube, die nehme ich mir mal rein. Ja, das macht den noch gut. Ja.
So. Das mal nur rausziehen. Was passiert denn? Nein, das lohnt nicht. Hol ich mir mal die aus dem Friedhof. Zack, nochmal. Ich habe so viel Ratitzen, das ist echt krass. So, einen Schuhmarkt haben wir auf jeden Fall. Sowas hole ich mir auf jeden Fall nicht mehr. Habe ich ein Restaurant schon? Ich weiß es nicht. Achso, war ja nur einzelne. So, kopiere eine Karte. Viermal stehen habe ich. Kopiert mal meine Heldenfähigkeit. So, plus 10. Greifen 330% schneller an. 33 Erweiterungskarten. Erhalte 20 Ratitzen. Schade, dass ich die gerade abgegeben habe. Fähigkeitskarten. Aber trotzdem. Guck mal hier. Ein Wall bekommt 750 Leben. Dann der hier, würde ich sagen. 750. So, wir wollten noch eine Fabrik. Und damit sind wir dann noch ganz schön weit. Ja, aber es ging auch nur darum, dass ich das einmal habe. Das auch sparen. Wir haben so viele Ratitzen. Egal, gibt vielleicht mal einen Erfolg. Eine Erweiterungskarte. Das ist auf jeden Fall besser als eine Hauskarte. So, aber was wollte ich erweitern? Ich hatte was. Okay. Da ist noch ein Flächenschaden-Typ wieder bei gerade gewesen. Sind einfach mal nur noch 7 Sekunden oder so. So, was kaufe ich? Einen Langbogenschützen haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Den Flächenschaden-Typ hätte ich eigentlich noch gerne. Permanent um 10 reduziert. Davon habe ich jetzt 3. Gold habe ich auch genug. Davon habe ich 3. Ich könnte mir so einen Banditen noch kopieren. Da den verbesserten Langbogenschützen. Heute 18. So, und das ist auch fertig. Besser als das da. Oder das, das ist Stufe 1 nur. So,
Und wen verbessere ich? Der hat hier Fettleben bekommen, der Bandit. Und ist sogar noch auf Level 1. Den könnte sogar noch verstärkt werden. 1000 Reichweite ist natürlich nice. So, Heldenkarte 12. Benutze 10 Gebäudekarten. Zählt auch eine Erweiterungskarte zu. Erhalte 13 Militärkarten, das ist natürlich heftig. Dreimal Besiedlung vergrößern, plus 130 Steuer. Ich habe 17. Erhalte 3 Wirtschaftskarten, plus 130 Kopfgeld. Wo ist da eine Siedlung? Vergrößere heißt Defensivwelle. Nach links kann ich ja bauen. 13, aber ich glaube hier 13 Militärkarten ist schon krasser. Dauerhaft Anführerlevel. Ach, sag bloß, ich kann nicht weiter nach links. Plus 120 Sekunden Wellenabstand. Militärkarten halten plus 27 Angriff. Dann gehe ich mal weiter auf den Banditen. Muss den nur noch mal verstärken. Dann hält er auf jeden Fall viel aus. Kostet wenig und macht Ultra Damage. So, hier kann ich mehrere Sachen kaufen. Ein Defensivfall noch. Gold beim 19 brauche ich nicht. Das Kraut ist eigentlich nett, weil es gibt Gold und regeneriert Leben. Habe ich schon einen Schleuderer-Typi? Warte mal, hier kann ich ja so drücken. Schleuderer. Ja. Lohnt nicht. Hier könnte ich mal gucken. Okay, eine Käsekarte. Vielen Dank für nichts. Die ausgewählte Karte ziehen. Achso, das ist jetzt eine neue. Gold kriegen, Kopfgelder multiplizieren. Das lohnt alles nicht. Dadurch kriege ich natürlich recht viel, weil ich halt einfach viele Gebäude habe. Reduziert vorübergehend die Kosten aller Karten im Deck um 20. Das ist natürlich eine nette Karte. Aber brauchen tue ich es eigentlich nicht. Eine Karte gezogen, 50 weniger. Für jede Karte im Deck. Ich würde es trotzdem mal die nehmen, weil die kenne ich noch nicht. So, ist denn noch eine von den Bonis hier fertig, die ich mir wieder rausholen kann? Leider nein. Dann hole ich mir, glaube ich, einfach eine Banditenkarte raus. Weil die ist stark mittlerweile. So, ist hier mal was Nützliches dabei? Nein. Heilung. Sagen, wer der geheilt werden muss? Nö. So, was kaufen wir denn? Oh,
Endlich mal sowas hier. Und was kopiere ich mir? Ich kopiere mir das Katapult. Wobei, das Katapult ist gekauft. Aber es zählt als Gebäude und Gebäude werden benutzt. Habe ich da jetzt einen hingesetzt? Ich glaube ja. Die nächsten, den ich setze, packe ich woanders hin. So, Wall verstärken. Das mache ich jetzt aber hier hinten. Besser alle 120 Sekunden eine Karte, ja. Helfigkeit. Plus 230 Leben, aber nochmal 3 Berater werde ich nicht so schnell kriegen. Anführerlevel, entferne 28. Oh nee, danke. Ziehen plus 14 Karten beim Ziehen. Halte 20 Radhitzen. Lol. So, da ist das Katapult. Ja, wir haben ja gerade die Dings, dass wir so viel Bonuszeit haben, deswegen. So, ein Katapult haben wir da schon. Ich hätte vielleicht hier hinten gerne auch mal eins. So, Ratten über Ratten Erfolg bekommen. Seit langem mal wieder eine Welle. So, Karte ziehen. Das ist jetzt keine Kopieren. Da, 7 Wirtschaftskarten. Aber will ich mir die kopieren? Ziehen besser gesagt. Das Training lohnt auf jeden Fall auch nicht mehr. Und da wir so viele Ratitzen haben, würde ich glaube ich einfach auf Militärstärke immer gehen. Ja. 33 Erweiterungskarten. Achso, das ist okay. So, was erweitern wir mal? Das kann man auch erweitern. Sehr schön. Stellt Leben wieder her, basierend auf der Angriffsstärke und Sanitäter. Heilt alle 40 Sekunden um 20 Lebenspunkte. Ah, okay. Zusätzliche Karten beim Ziehen. Verbessere eine Karte. Jetzt möchte ich bitte den Banditen verbessern. Und dann kann ich mir den Banditen kopieren. Okay, plus 4. Okay, da ist eine Grundwerte verbessert. So, und jetzt kopieren. Und dann nehme ich mir den Banditen. Yeah.
plus 20 Steuern, 19 hoch. Zwei Berater, verliere die Hälfte des Goldes. Natürlich mega viel Gold, was da steht, aber egal, wir haben. Wir haben viel Gold und wir haben Quests mit den Beratern gehabt. 14 Militärkarten plus 8 Berater, auf jeden Fall nehme ich das. 60 Wirtschaftskarten. Na, kann man hätten. 240% Lebensraum ist auch heftig. So. Das ist die neue Abkehr um 50%, aber die Chance, dass ich das habe, ist super gering. Dann lieber eine Leggy wählen. Ein Wächter. 19 plus 1. Haben wir auch noch nicht. Eine Ente. Die hat mir jetzt einen Erfolg gebracht. Quack, quack heißt der Erfolg. Da ist die Ente. Lol, die ist ja riesig. Ach komm, ich bringe jetzt mal alle rüber. Oh, die sind kurzlebig gewesen. Das wusste ich natürlich nicht, aber ist egal. Ich mach mal einen Schießstand. Ich weiß nicht, ob ich inzwischen einen habe. Drei Fertigkeitskarten, Fähigkeitskarten. Ach so, das war das. Davon haben wir eigentlich genug. Was kopieren wir uns? Den Sanitäter vielleicht mal. Dupliziere eine Karte für 300 Gold. Dupliziere eine zufällige. Nee, dann lieber so. Und ich sehe, wir sind bei 38 Minuten. Wir müssen erstmal eine Pause machen. Noch einen Banditen kopieren. Einen Schießstand vielleicht. Aber jetzt habe ich ja keine Verteidigungsgebäude mehr, die schießen. Wirtschaftskarten. Plus 8 Berater. Die Berater sind schon heftig, ja. So, ist denn hier einer dabei, den ich mir gerade gespielt habe? Ja. Wirtschaftskarten, aber davon brauche ich eigentlich gerade keinen. Heute Berater an. Ein Ball bekommt 800 Leben. Lohnt sich alles nicht. Hatte ich jetzt hier einen Sanitäter hingepackt? Alle Metallkarten zu Wirtschaftskarten. Nö. Das wäre super blöd. Aber egal, wir sind erstmal über der Zeit, deswegen mache ich hier erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal.